Ich habe euch ja vor kurzem mal gezeigt, wie ihr mit Rufus einfach einen USB-Stick erstellen könnt, mit dem ihr ohne Probleme Windows 11 auf nicht kompatiblen Systemen installieren könnt, aber nur als Clean-Install, wie sich im Nachgang herausgestellt hat. Wie ihr Windows 11 auf nicht kompatiblen Systemen als Upgrade oder Update installiert, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, was man alles machen kann, um Windows 11 als Upgrade auf nicht kompatiblen Geräten zu installieren. Drei Dinge habe ich gefunden, die wir jetzt gemeinsam ausprobieren. Eins kann ich euch als Spoiler schon mal vorweg sagen. Zwei funktionieren und einer nicht. Oh! Der passt auch hier unten übrigens gut hin. Natürlich benutze ich wieder das alte Notebook meiner Mutter. Ich habe hier Windows 10 neu drauf installiert, um es dann anschließend abzudaten auf Windows 11. Das habe ich mehrfach getan, nur damit ihr da Bescheid wisst. Starten wir direkt durch und schauen mal auf den PC meiner Mutter. Und zwar mit einem frisch installierten Windows 10. Übrigens, kleiner Funfact, ich hatte da schon mal Windows 11 drauf installiert und musste dabei upgraden von einer 32-Bit Windows 10 Version auf eine 64-Bit Version, was natürlich den Arbeitsspeicher freigeschaltet hat. Und das, obwohl ich jetzt das Downgrade gemacht habe, können wir jetzt die 4 GB Speicher nutzen, was übrigens sehr nice ist. Aber egal, gehen wir mal einfach kurz in die PC-Infos und schauen uns das System an, was wir hier haben. Wir haben ja eine Intel Pentium Dual Core CPU, eine T4500 mit 2,3 GHz. Das ist also ausreichend 4 GB Arbeitsspeicher, 64-Bit Betriebssystem und 64-Bit Prozessor haben wir auch. Wir haben aktuell Windows 10 Home installiert und zwar mit dem neuesten Systembild. Alles ist toto kompletti frisch installiert. Theoretisch wäre es jetzt bereit für ein Windows 11 Update, aber es ist ja nicht kompatibel, also funktioniert das Ganze jetzt nicht. Das Einzige, was ich hier auf diesem PC schon heruntergeladen habe, sind, schauen wir mal kurz in den Download-Ordner, zum einen die ISO-Images für Windows 11 und Windows 10, Why Not Win 11 und das PC Health Checkup Tool von Microsoft. Die PC-Integritätsprüfung, das ist das im Prinzip, die lassen wir einfach mal durchlaufen und schauen, was er uns sagt. Hier sagt er uns, wie der PC heißt, wie viel Speicher hier drin ist, wie viel Gigabyte Festplattenspeicher wir haben. Ich habe übrigens eine SSD hier eingebaut, damit das ein bisschen flotter geht. Insgesamt ist der PC aber 12 Jahre alt. Das erkennt er tatsächlich anhand der Hardware. Wir überprüfen jetzt mal, ob er Windows 11 kompatibel ist oder nicht. Logischerweise unterstützt er die derzeitigen Systemanforderungen von Windows 11 natürlich nicht. Und das liegt zum einen darum, dass wir kein UEFI BIOS haben mit Secure Boot und kein TPM 2.0 Modul. Und der Prozessor wird offiziell auch nicht von Windows 11 unterstützt, also funktioniert das nicht. Wir können uns hier alle Ergebnisse anzeigen lassen, der Rest passt. Wie gesagt, Arbeitsspeicher ist vorhanden, Speicherplatz auf der Festplatte haben wir auch noch frei. Der Prozessor verfügt eigentlich über genug Kerne mit genug Taktfrequenz, dass das funktionieren könnte, aber es funktioniert halt nicht. Und logischerweise bekommen wir jetzt hier auch keinen Schalter, dass hier Windows 11 zu installieren ist oder installierbar ist. Ich gehe nochmal zurück in den Download-Ordner und starte das Tool Why Not Win 11. Okay, und hier zeigt er uns natürlich auch alles an, was nicht funktioniert. Und das ist hier bei diesem PC tatsächlich jede Menge. Gehen wir mal der Reihe nach durch, weil bei dem Tool Why Not Win 11, da haben wir noch ein paar mehr Informationen, die wir daraus ziehen können. Und zum einen stimmt hier die Bootmethode nicht. Und wenn wir hier auf das i gehen, dann sagt er auch genau, was der Hintergrund dafür ist. Das könnte man rein theoretisch, wenn man jetzt ein passendes BIOS hätte, einstellen. Können wir aber nicht, weil wir kein passendes BIOS haben. Also hier können wir keinen Windows 11 Update drauf installieren. Gehen wir wieder zurück in den Download-Ordner. Hier habe ich die Windows 11 German x64 ISO-Datei. Das ist die offizielle Datei für die Installation von Windows 11 von Microsoft. Und die können wir auch einfach ausführen, und zwar indem wir hier einen Doppelklick drauf machen. Dann ist das quasi wie ein DVD-Laufwerk, welches sich öffnet. Und hier haben wir eine Setup-Datei drin. Und die starten wir jetzt einfach mal und gucken, was passiert. So, er startet das Setup, es wird ein bisschen was vorbereitet und wir können uns was angucken. Windows 11 installieren? Ja, klar möchte ich Windows 11 installieren. Hier klicke ich mal einfach auf Ändern, wie Updates vom Setup heruntergeladen werden, weil die Updates möchte ich jetzt erstmal nicht mit dabei haben. Ich will ja, dass dieses Installationstool möglichst wenig online abfragt, dass mir da Microsoft nicht zwischenfunkt. Also sage ich jetzt hier einfach mal nicht jetzt und gehe auf Weiter. Natürlich wird der PC jetzt einmal überprüft und, oh Wunder, der PC wird nicht unterstützt. Ja, das hatten wir uns die beiden Tools eben schon gesagt. Hier können wir jetzt nichts mehr machen, wir können ja noch zurückgehen und schließen und wir schließen das auch einfach mal. Okay, wir versuchen jetzt Windows 11 trotzdem zu installieren und zwar mit der Option Nummer 1, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Und das ist der Regedit Bypass. Diese Möglichkeit kennen vielleicht einige von euch. Man kann sie auch während der Installation von Windows 11 durchführen, indem man via Shift plus F10 das CMD-Modul startet und dann im Registrierungseditor ein paar Werte hinzufügt. Aber wir versuchen das Ganze jetzt mal aus Windows 10 heraus und wollen gucken, ob wir damit ein Upgrade fahren können. Und alles, was ihr dazu benötigt, ist eine Windows 11 ISO-Datei, ein Like für dieses Video und ein bisschen technisches Know-how. Wir gehen hier unten auf die Suchleiste und tippen ein Regedit und bestätigen das einfach mal mit Enter und dann landen wir
nach einer kurzen Bestätigung nochmal mit Ja im Registrierungseditor. Wer das Ding von euch nicht kennt, ihr braucht da keine Angst haben, wenn ihr das tut, was ich euch hier sage. Wir besuchen jetzt folgenden Pfad. HK Local Machine System Setup. So, und hier unter diesem Punkt Setup sind noch einige weitere Schlüssel, also jeder Ordner hier ist ein Schlüssel und wir müssen hier noch einen Schlüssel hinzufügen, weil uns ein Schlüssel fehlt. Dann machen wir hier oben einen Rechtsklick und sagen Neu Schlüssel. Und diesen Schlüssel, den geben wir einen Namen und zwar LabConfig. So, wir befinden uns jetzt logischerweise schon, da wir den hier ausgewählt haben, in diesem Schlüssel und der Schlüssel hat nur einen Standardwert, der ist aber auch nicht festgelegt, also völlig egal, was hier drin steht. Wir fügen diesem Schlüssel jetzt ein paar Werte hinzu und die müssen auch genau so lauten, wie ich die jetzt hier eingebe. Neuen Wert fangen wir an mit neu, ein DWORD 32-Bit möchten wir hier erstellen und den benennen wir Bypass TPM Check. Bestätigen das mit Enter, machen hier einen Doppelklick drauf und geben ihm hier den Wert anstatt 0, 1. Und bestätigen das mit OK. Dann sehen wir hier, ist der Wert 1 gesetzt. Dann brauchen wir noch ein paar weitere Werte, damit das auch tatsächlich für alles funktioniert. Den nächsten Wert, den wir anlegen, ist der Secure Boot Check. Wieder ein DWORD 32 Wert und den benennen wir Bypass Secure Boot Check. Nachdem geben wir den Wert 1, bestätigen das mit OK und noch ein DWORD 32 und den nennen wir Bypass RAM Check. Also hier prüft er einfach... Hierbei prüft er natürlich den Arbeitsspeicher. Der ist bei uns ja eigentlich ausreichend, aber vielleicht bei euch nicht. Und dann könnt ihr den jetzt einfügen, den Wert. Und vielleicht funktioniert das ja am Ende. Und auch hier wieder den Wert 1. So, neu. DWORD 32-Bit. Bypass. Storage. Und noch einen neuen Wert. Der ist wichtig, wenn eure CPU nicht unterstützt wird. Und der heißt logischerweise Bypass CPU Check. Und auch dem geben wir den Wert 1. Das wäre das, was ich jetzt hier einmal eintragen wollte und damit ihr es einfacher habt und das nicht alles von Hand eingeben müsst, extrahiere ich diesen Schlüssel, nenne ihn Bypass, speichere ihn und werde ihn euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da braucht ihr dann nur einen Doppelklick drauf machen und er fügt diesen Wert hier bei euch in der Registrierung ein. Okay, wir haben das jetzt alles hinzugefügt und wir schließen den Registrierungseditor und versuchen nochmal, ob das Windows 11 Setup jetzt durchläuft. Wir gehen in die Windows 11 German x64 ISO-Datei und öffnen sie und führen das Setup aus. Sagen ja, das Setup wird wieder vorbereitet. Wir ändern wieder und wir möchten jetzt nicht, dass Updates gesucht werden, sondern klicken hier auf Weiter. Der PC wird überprüft und hier sind wir eben hängen geblieben, vielleicht jetzt auch, wer weiß. Okay. Unterstützt die Hardware-Anforderungen nicht. Das hat also nicht funktioniert. So, dann gehe ich wieder in den Registrierungseditor und mache das Ganze rückgängig, was ich hier gerade gemacht habe, indem ich hier einfach mit einem Rechtsklick den Schlüssel lösche. Gut, das hat nicht funktioniert, aber wir haben noch zwei weitere Möglichkeiten und die funktionieren. Das weiß ich jetzt schon, weil ich habe das Video vorher gedreht. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe es gemacht. Ich habe mir die Windows 11 ISO-Datei auf den Desktop gezogen und hier einen Ordner erstellt. Und wir öffnen jetzt einfach mal die Windows 11 ISO-Datei mit einem Doppelklick. Geht das ganz einfach. Und gleichzeitig öffnen wir den Ordner, den ich hier erstellt habe. Das eine schieben wir nach links, das andere nach rechts und wir nehmen die Dateien, die hier drin sind und ziehen sie in den Ordner Windows 11 auf dem Desktop. Dateien sind kopiert, dann gehen wir in den Ordner Sources und suchen nach der Datei AppRaiserS.dll, wie auch immer. Nehme ich jetzt mal einfach hier raus, indem ich sie ausschneide und hier auf dem Desktop kopiere. So, damit ist sie hier raus gelöscht und dann gehen wir einfach zurück und versuchen mal das Setup zu starten. Und babam, da waren wir eben nicht. Und schon sind wir dabei, hier die Rechtshinweise und Lizenzbedingungen zu bestätigen. Und wir können das Ganze jetzt akzeptieren oder ablehnen. Akzeptiere ich das Ganze, dann geht es weiter im Setup-Menü. Und wir sind bereit für die Installation von Windows 11. Oh, wie geil ist das denn? Also einfacher geht es ja tatsächlich nicht. Ja, und dann können wir hier auf Installieren klicken. Ziemlich fett, oder? Da sind wir. Das sieht schon sehr nach Windows 11 aus. Ich bestätige einmal mit Enter und gebe meine PIN ein. Die habe ich ja jetzt bei der Installation nicht eingegeben, weil wir quasi nur ein Update gemacht haben oder ein Upgrade. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Installation, wie es scheint.
Ja, ich dachte, wir brauchen uns nicht mehr da durchquälen, aber wir müssen uns wohl noch da durchquälen. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, wir sind in Windows 10 noch, aber auf den zweiten Blick sieht man definitiv, wir haben hier Windows 11 installiert. Und zwar haben wir jetzt hier das Startmenü in der Mitte. Wir haben ja alle Dateien noch auf dem Desktop, die wir vorher auch draufgelegt haben. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Update gefahren und kein Clean Install gemacht. Da sehen wir, es ist das gleiche System wie vorher auch. Hat sich nichts geändert, der Produkt. Die Aktivierung ist auch vollzogen, also ohne Probleme durchgelaufen. Jetzt schauen wir mal einmal nach den Updates, wie es da aussieht. Denn wir haben ja im Prinzip die Release-Version installiert und hier sehen wir schon einige Updates, die gefunden wurden. Können wir jetzt herunterladen und dann werden sie auch heruntergeladen und installiert. Ja, wie nice ist das denn? Also das scheint auch zu funktionieren. Und das hier war mit Abstand das Einfachste, was es gibt. Ihr könnt es im Prinzip auch auf einen USB-Stick machen. Also wenn ihr einen normalen Windows 11 USB-Stick erstellt und da diese Datei löscht, dann funktioniert das auch. Also als Installationsprogramm. Gut, versuchen wir als dritte Option noch die Frankenstein-Methode. So schimpft sich das, weil wir da ein bisschen an den ISO-Dateien basteln. Schauen wir uns auch kurz an. Super, wir sind zurück in Windows 10. Ich konnte Windows 11 einfach zurücksetzen auf Windows 10. Wie das funktioniert, das zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Wir sind jetzt auf dem Zustand wie vor dem Update von Windows 10 auf 11 und wir können jetzt quasi wieder updaten auf Windows 11. Und diesmal versuchen wir das mit einer dritten Methode. Die wollen wir auch mal ausprobieren und die nennt sich die Frankenstein-Methode. Und dazu gehen wir einfach wieder in den Download-Ordner, weil hier befinden sich ja meine ISO-Dateien und jetzt brauche ich auch tatsächlich beide. Und den Trick kennt ihr vielleicht schon, den habe ich euch in einem anderen Video mal gezeigt. Da habe ich einen USB-Stick so in dieser Art frisiert. Und jetzt versuchen wir das mal ohne USB-Stick, einfach mit den ISO-Dateien. Übrigens, wenn ich ein bisschen leiser spreche, dann liegt das daran, dass wir es 4:15 morgens haben und ich hier keinen im Haus wach machen möchte. Ich mache auf dem Desktop, lege ich jetzt einen Ordner an und nenne den Windows 10. Und einen zweiten Ordner lege ich auch noch an und den nenne ich Windows 11. Dann öffnen wir jetzt die ISO-Datei von Windows 10. Und kopieren alles, was da drin ist, einfach in den Ordner Windows 10. Gut, das ist geschehen. Öffnen wir die Windows 11 ISO-Datei. Okay, mir fällt gerade auf, dass wir diesen Ordner hier gar nicht gebraucht haben. Also löschen wir den jetzt einfach mal. Jetzt sind wir wieder hier links in dem Download-Ordner. Und rechts öffnen wir jetzt den Ordner von Windows 10. Und da gehen wir unter dem Ordner Sources zu dieser Datei. Install Vim. Und die löschen wir jetzt einfach. Links auf der Seite öffnen wir die ISO-Datei von Windows 11 und gehen in den Ordner Sources und suchen nach der Datei Install-Vim. Und diese Install-Vim von Windows 11, die kopieren wir jetzt einfach hier rüber per Drag and Drop in den Windows 10-Ordner. So, das ist fertig. Links die Windows 11 ISO-Datei können wir schließen. Und rechts haben wir jetzt quasi eine Windows 10-Setup mit den Installationsdateien von Windows 11. Also in diesem Ordner hier befinden sich jetzt alle Dateien, die ich von der Windows 10 ISO-Datei rübergeschoben habe, außer die Installationsdateien, weil die haben wir ja aus der Windows 11 ISO-Datei hier reinkopiert. Und jetzt starten wir mal das Setup und gucken, was passiert. Bestätigen das mit Ja. Und er fragt uns jetzt, ob wir Windows 10 installieren wollen. Was ja jetzt aus Windows 10 heraus erstmal bescheuert ist, aber wir versuchen es. Zunächst ändern wir wieder, dass Microsoft sich keine Updates zieht und sagen erstmal nicht jetzt und klicken auf Weiter. Okay, wir kommen direkt zu der Lizenzvereinbarung, die wir uns natürlich alle durchlesen. Okay, er sagt uns jetzt hier, obwohl es jetzt quasi dieses Windows 10 Setup ist, sagt er, wir sind bereit für die Installation von Windows 11. Okay, machen wir einfach mal. Hier steht jetzt, Windows 10 wird installiert. Wir sind aber definitiv bei Windows 11. Ich überspringe das Ganze jetzt mal hier und dann sehen wir, wo wir gleich landen. Tada! Das Startmenü von Windows 11 begrüßt uns. Und es ist eigentlich auch super cool, weil ich habe parallel jetzt während der Installation lief an meinem normalen Rechner weitergearbeitet und der Windows 11 Cloud-basiert ist und ich mich mit dem gleichen Konto hier eingeloggt habe wie auf meinem Hauptrechner, sehen wir jetzt auch hier quasi, was ich eben in der Zwischenzeit gemacht habe. Die Installation hat jetzt, glaube ich, ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Ach, weg damit. Ja, hat alles funktioniert. Wir haben das jetzt quasi über die Windows 10 Installationsroutine mit der Windows Installationsdateien über der Frankenstein-Methode installiert und es scheint zu laufen. Und es hat nicht einmal wegen irgendwelchen Systemanforderungen oder sonst was geschimpft. Und das ist sehr, 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 sehr nice. Ja, wir gehen mal kurz in die Updates und schauen, was hier Sache ist. Okay, ihr habt ja schon Updates für Windows 11 gefunden.
Und wir können jetzt auch sagen, jetzt herunterladen, er lädt sie herunter und wird sie dann wahrscheinlich auch gleich installieren, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Yep, wow, die Updates werden ebenfalls installiert, also alles tutti. Gucken mal kurz PC-Info und sehen, es ist nach wie vor derselbe PC. Der PC-Name ist auch gleich geblieben, also wir haben hier Windows 11 jetzt in der Version 21H2, installiert am 18.11., weil es war mir gestern dann doch zu spät, und mit diesem Bild. So, die Updates laufen noch durch und ich würde sagen, das war ebenfalls relativ einfach. Die Frankenstein-Methode funktioniert nach wie vor. Das hatte ich euch ja schon, glaube ich, im ersten Video zu Windows 11 von mir gezeigt, wie man das machen kann, wie man das umgehen kann. Ist aber ein bisschen aufwendiger, als einfach nur eine DLL-Datei zu löschen und der Rotz funktioniert. Bevor ich es vergesse, ich empfehle natürlich keinem, Windows 11 auf nicht kompatibler Systemhardware zu installieren, weil es nicht garantiert ist, dass ihr Updates in Zukunft bekommt, obwohl es aktuell noch funktioniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne liken, den Kanal abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich sage haut rein, bis dahin, ciao.